Ich muss zuerst mit den Mikros ein bisschen klarkommen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Musikanten, liebe Sängerin, liebe Facebook-Freunde, liebe YouTuber, liebe Blasmusik-Freunde allgemein. Wir freuen uns. Zweites Konzert. In der ein bisschen Blasmusik-armen Zeit. 13 Titel wartet wieder auf euch und auf uns. Und wir haben angefangen mit einer Polka, die
gewünscht worden ist oder als Vorschlag gebracht worden ist. Jetzt weiß ich nicht genau, Matze, wer hat das, diesen Vorschlag gemacht? Kam aus der Community von der Manuela Kreier. Manuela Kreier aus der Community. Liebe Manuela, ich kenne dich zwar nicht persönlich, aber du hast Musikgeschmack, so viel steht schon mal fest. Du hast vorgeschlagen die Schwarzwaldpolka, das ist eine Nummer vom Schneebiegel, gell? Die haben wir gerade zum Besten gegeben. Lieben Dank für deinen Vorschlag, den wir sehr gerne verwirklicht haben. Es sind viele Vorschläge eingegangen. Wir bitten um Verständnis, dass wir jetzt nicht alle Vorschläge berücksichtigen können. Sonst würden wir vermutlich morgen früh noch spielen. Und wir bitten um Verständnis, dass wir zwei von vielen ausgesucht haben. Der erste haben wir schon gemacht. Der zweite ist, du bist viel zu schön für mich. Das hat gewünscht oder vorgeschlagen der Bernhard Wein. Bin ich richtig? Ich glaube, lieber Bernhard, auch du hast unseren Musikgeschmack 1000% getroffen. Und jetzt spielen wir für dich speziell, lieber Bernhard, aber auch natürlich für euch alle. Du bist viel zu schön für mich. Viel Spaß. Viel zu schön für mich. Geniale Nummer vom Ernst Musch und am Gesang. Freut mich auch ganz besonders. Liebe Elke, dass du heute wieder mit am Start bist. Und genau, wir werden noch viele Titel gemeinsam singen heute. Es macht einfach riesig Spaß mit dir. Gut, liebe Herren, einem möchte ich heute ganz besonders danken. Ihr seht, unsere Location, letztes Mal waren wir in der Berg. Heute, heute sind wir, kann man sagen, im Wohnzimmer von unserem Mike. Lieber Mike, vielen Dank, dass wir bei Mr. Music in Schramberg diese Geschichte hier durchführen dürfen. Großartig, coole Location und
ganz herzlichen Dank an dich, dass uns das da, du uns, vermöglich machst. Ja, wir kommen gern wieder. Ja. Gut, wir haben einige Eigenkompositionen, neue Titel im Programm, aber auch alte Mosch-Nummern. Und jetzt machen wir wieder eine neue. Mats, jetzt ist es wieder blöd, wenn man sein eigenes Stückle ansagen muss. Ich gebe mal schnell das Mikro an Matze. Vielen Dank. Das Kabel ist recht kurz, deshalb komme ich vor. Also, wir hören jetzt eine ganz, ganz neue Nummer. Die hat der Michael geschrieben, mal ein Walzer. Wird ja immer zu wenig gespielt bei so Konzerten. Und wir bedienen das gern und haben auch nachher noch der ein oder andere Walzer, auch mit Gesang. Aber jetzt hören wir eine ganz besondere Nummer, die der Michael geschrieben hat. Ich glaube, für den Vater, gell? Und für die Mutter. Ewig im Herzen, da ist der Name Programm und ein herrlicher Walzer, da viel Vergnügen jetzt. Gilt übrigens für meinen Bruder Herz am zweiten Flügel an, ebenfalls. Viel Spaß! What?
Sehr schön, sehr schön. Ja, ewig im Herzen. Bei der Nummer hat mir einer geholfen, das Ganze schön zu setzen. Und das war kein geringerer als mein lieber Freund Matze, hinten an der Tuba. Darf man das schon sagen, dass die Noten bei dir erhältlich sind, oder? Die kommen dann als Dreierblock raus mit deinen drei neuen Stücken. Ah, genau. Also. Ein bisschen Werbung zu Okay, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Wir machen noch mal eine, dass der Dreierblock dann komplett ist. Gut, jetzt machen wir wieder eine Gesangsnummer. Wieder eine alte, wieder richtig geile Nummer. Wieder mit Gesang, mit dem Titel Keine ist so lieb wie du. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei. Keine ist so lieb wie du. Eine ganz alte Nummer. Wann ist die aufgeführt worden vom Mosch? 60er Jahre? Plus, minus. Selten gehört. Also wenn es interessiert, der kann ja gucken im Internet. Ja, schreibe das mal drunter in die Kommentare. Bevor ihr guckt habt, natürlich, wann das, wann das aufgeführt worden ist. Auf jeden Fall eine Nummer, die viel zu selten gehört wird. Eigentlich, weiß ich, hat man die überhaupt schon mal gehört? Echt? Streber.
Also auf jeden Fall zu selten gehört. Und das ist genau das, wo wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben. So die alten, die geilen Stücke, die mal wieder hören, musst du aufpassen, was du sagst. Die coolen Nummern da mal wieder zum Besten zu geben. Ich habe vorher schon dem Mike Danke gesagt. Mike, jetzt möchte er hier gerne mal den Werbebogen ein bisschen spannen natürlich. Mr. Music in Schramberg. Es gibt bei euch, wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich alles, oder? Was die Musikwelt zum Spielen und auch technisches Equipment betrifft. Mhm. Ist das richtig? Also wenn ihr jemand sucht, wenn ihr wirklich eine coole Location draußen, das ist eine riesige Halle, muss zu meiner Schande gestehen, ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich komme wieder, ich versprich's dir. Dann guckt gerne beim Mike in Schramberg vorbei. Gut. Nächste Nummer ist Hi. Jetzt gibt es wieder eine Welturaufführung. Heute in Schramberg. Der Matze hat wieder seine musikalische Idee zu Papier gebracht. Hat eine super schöne Nummer geschrieben mit dem Titel Meine Heimat bist nur du. Und lieber Matze, ich gehe mal davon aus, dass du an Schwarzwald denkst, oder? Sowieso. Wir sind ja auch im Schwarzwald. Aber da kann sich jeder auch noch, das kann man ja interpretieren, wie man möchte. Ja. Genau. Also wer die Note spielt, der spielt es natürlich dann in seiner Heimat, aber in unserer Heimat, im Schwarzwald, da machen wir jetzt mal diese Premiere und wünschen euch viel Spaß dabei. We'll be right back.
Ja, Matze, sehr, sehr coole Nummer, viel Gefühl. Gratulation. So, machen wir gleich weiter. Oder trinken wir mal einen Schluck. Wir trinken mal. Also das ist keine Attrappe, gell? Die trinken wirklich alle nur Wasser. Da Hanne. Ah, danke. So. Die alkoholischen Getränke sind natürlich nicht im Bild, weil es noch zu früh ist. Gut, wir machen weiter mit einem Walzer, mit Gesang, mit dem Titel Rosen so rot. Wünsche euch viel Spaß. Ja, liebe Gäste, sag mal Gäste, Zuschauer, Zuhörer, ihr seid ja daheim und sind vermutlich jetzt gerade am Grillen oder irgend sowas. Gell, Matze Jos, ich habe von Nummer, du hast dich ja angekündigt, dass du mit ein paar Leuten extra für uns heute Grillfest organisierst. Lohnt es euch schmecken, hoch den Kolben, Neide zinken, morgen müssen wir Wasser trinken. Also genau, wir wünschen dir einfach einen schönen Abend mit schöner Musik. Von uns. Witze gibt es keine, weil wir sind zum Musikmachen da. Und gell, das hat es mal geheißen in Bayern.
Keine Witze, nur Blasmusik. War eine Ansage vom Veranstalter. Wie lange ist das her? 40 Jahre. Da waren wir noch jung, genau. Ich habe vorhin gesagt, wir haben brandneue Titel dabei, wir haben alte Schätze dabei. Jetzt ist mal wieder Zeit für eine brandneue Nummer von meinem lieben Freund Timo Delweg. Der Timo hat dieses Jahr, Timo, du bist ja jetzt aktuell Bob der Meister, bist gerade am Hausbau, Umbau, hoffe, du hast jetzt gerade eine kleine Pause beim Shoppen und du hast ja bei allem Stress noch eine schöne Sache gehabt. Im Frühjahr, du hast Nachwuchs, oder du und Julia und der Paul haben Nachwuchs gekriegt. Die kleine Clara, der jungen Dame, hast du eine Nummer gewidmet mit dem Titel Glücksgefühle und die spielen wir jetzt für euch. Von Timo Delweg, die Polka Glücksgefühle. Viel Spaß. Timo, hast super gemacht, geile Nummer. Genau, wir hoffen, die kleine Clara ist genauso lebendig wie dieses Stückli da, dass sie Gas gibt und dich und die Julia schön auf Trab hält, gell? Gut, machen wir weiter oder wenn ihr schon wieder was trinken? Ja, trinken geht immer bei Musiker.
Ja, wir wissen ja gar nicht, was in der Wasserflasche drin ist. Genau. Wo nicht sprudelt. Gut, von einer brandneuen Nummer wechseln wir wieder in eine alte, schöne Nummer der Egerländer Musikanten. Wenzel Zittner hat sie geschrieben. Wir sind ja Bekannte. Genau, wir kennen uns ja alle. Und wir freuen uns wieder auf Gesang mit der Elke. Viel Spaß. Kleiner Lachflash hier. Gut, ja, wir sind ja Bekannte, auch eine Nummer, für mich eigentlich auch viel zu selten gehört und wegen dem ist sie bei uns im Programm. Gut, weiter geht's mit einer Nummer, die eigentlich, wie lang ist das her, wo man die aufgenommen hat? 91? 96? Hat es die Nummer gegeben, die haben wir schon mal angespielt im Talk, Blasmusik-Talk, was war es, Folge 2 oder 3, irgend sowas, gell? Zweite. Genau, da war es die Abschlussnummer, die Polka-Freunde, die ist von unserem Andi, dem zweiten Flügelhorn. Und jetzt machen wir die mal. 14 Jahre, Jesus, na, 96 bis 20, 24, okay. Ich sage jetzt nicht, wo ich es schaffe.
Genau. War fast ein Taschenrechner. 24 Jahre liegen dazwischen. Und jetzt lassen wir sie mal wieder aufleben, die Polka-Freunde. Und da wünschen wir euch viel Spaß dabei. Ist schon wieder soweit. Es kommt schon wieder eine coole Nummer. Wieder ein Walzer, genau. Eva Marie von den Egerländer Musikanten wieder. Genau, gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Hören einfach zu, lehnt euch zurück und wir wünschen euch viel Spaß. Eva Marie. Thank you.
dir nicht so scheint, stets sind wir zwei uns treu geblieben, weil wir uns lieben, drum bitt ich dich verzeih. So, jetzt spielen wir mal eine Nummer, auch von einer Größe der Blasmusik, und zwar vom Robert Peyer. Ist bekannt vom Robert Peyer, die nächste Polka, mit dem Titel, das ich mir auch gern nach dem Auftritt immer in der Weinschenke. Da wünschen wir jetzt euch viel Spaß dabei. Genau, da ist gerade ein Auftrag von rechts nach links hintergegangen. Matze, du musst jetzt mal eine Polka schreiben am Weizenstand. Thank you.
Alt aber gut, sagt der Matze gerade. Das ist so. So, wenn man auf die Uhr guckt, dann ist jetzt gerade wieder Schlafenszeit. Bald. Wir haben noch zwei Titel für euch. Eigentlich zwei. Ein brandneuer und ein neuer. Der eine ist, glaube ich, schon. Die haben wir schon mal gespielt, gell, die letzte. Genau. Sage aber noch was dazu. Aber jetzt kommt noch ein Highlight. Und zwar hat sich unsere Elke verewigt hier musikalisch mit einem Titel, den sie zusammen mit dem Timo Delweg gemacht hat. Wieder ein Walzer. Sehr geil. Walzer liegt uns. Mit dem Titel Ganz mit dir allein. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei. Den Team. So, müssen wir nochmal den Werbeblock einschalten für Mineralwasser. Gut, liebe Freunde, es ist soweit. Die letzte Nummer liegt auf dem Notenpult. Und bevor wir jetzt sagen, was das für eine Nummer ist, möchte man nochmal Danke sagen fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend, einen schönen Sommer. Genau, wir machen jetzt nochmal Pause. Ein bisschen. Wir fahren alle zusammen in Urlaub an die Nordsee. Genau, ein kleiner Scherz. Also lohnt es euch gut, bleibt gesund und bleibt dabei. Muss man noch was sagen auf Facebook oder verfolgt uns? Oder? Also im Internet natürlich. Genau, also wir beenden jetzt das heutige Konzert.
mit einer Nummer, wo ich wieder vom lieben Matze unterstützt worden bin. Und die heißt die Michels Polka. Und wenn das Stück vorbei ist, dann ist die Sendung vorbei. Also, schöne Arbeit, macht's gut, bis bald. Thank you.